Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Heute geht's um ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar um Angriffe auf Rettungskräfte, die in der Vergangenheit leider zunehmen. Ja, ich weiß nicht, einige von euch haben mein Hauptvideo hoffentlich schon gesehen. Da habe ich mit dem lieben Robert und dem lieben Ralf ein Video hochgeladen. Das heißt, es reicht, wie Lebensretter zu Opfern von feigen Angriffen werden. Da haben beide, also Robert und Ralf, jeweils mir ein Statement gegeben, was sie schon alles in ihrer beruflichen Karriere erlebt haben. Und das werden wir uns jetzt im Stream noch einmal anschauen und darüber sprechen. Ich werde euch noch ein bisschen darüber berichten, was ich noch so erlebt habe und möchte hiermit einfach nochmal aufzeigen, dass die Gewalt einfach, ja, leider muss man sagen, immer und immer weiter zunimmt, was man auch hier an den News relativ gut erkennen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt, ich zoome nochmal ein bisschen ran. Das sind die News der letzten Tage, ne? Vor 2 Tagen. Da gibt es eine Ausstellung über Gewalt, okay, Ausstellung. Immerhin. Am 9.4. Gewalt gegen Rettungskräfte. Wir haben am 16.3. Gewalt gegen Rettungskräfte. Wir haben am 29.7. Gewalt gegen Sanitäter und so weiter. Ihr seht also, das ist ein Problem, was nicht erst seit kurzem besteht, sondern wir haben seit Ewigkeiten Probleme mit gewaltvollen Übergriffen, nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch bei Rettungsdiensten und ja, Pflegeeinrichtungen allgemein. Ja? Die Menschen haben einfach, ich weiß nicht letztendlich, woran es liegt, die haben gar keinen Respekt. Wenn ich im Krankenhaus bin und ich werde beleidigt, weil es den Patienten nicht schnell genug geht, da bin ich irgendwie im falschen Film. Ne? Und ich habe euch ja in meinem Video schon gesagt, es gibt Menschen, selbst in der Notaufnahme, die verstehen es nicht, wenn da irgendwer einen Herzinfarkt hat und gerade reanimiert werden muss. Verstehen die nicht. Die wollen dann trotzdem zuerst drankommen, weil sie denken, wer zuerst da ist, mal zuerst. Ja, funktioniert im Krankenhaus, wie ich auch im Video gesagt habe, aber nicht immer gut, beziehungsweise funktioniert einfach nicht. Da geht es halt nach Dringlichkeit und nicht ja, nach dem, wie du dich fühlst. So, wir hören uns mal einige Aussagen von Robert und Ralf an und sprechen mal drüber, weil ich finde, die Jungs müssen auch gehört werden und das Problem muss einfach auch auf meinem Reaction-Kanal aufgezogen werden oder aufgezeigt werden. Wir gehen rein, mal gucken, was Robert uns da gesagt hat. Abfahrt, let's go! Wir als Rettungsdienst haben für gewöhnlich den ersten Patientenkontakt. Erstmal nochmal kurz an Robert, ich markiere euch seine Socials auch hier in der Videobeschreibung. Der hat sofort gesagt, yo, ey, ich bin beim Video dabei, feier ich, fühle ich. Von daher an der Stelle nochmal big, big Kuss. Airbeat One Girl, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. 6. Monat schon, Alter. Und die meisten sind auch sehr froh über uns Eintreffen. Aber nicht alle. Gewalt beginnt bereits viel früher als ein körperlicher Angriff. Es beginnt bereits beim gesprochenen Wort. Viele Kolleginnen haben bereits in ihrer Laufbahn mit sexistischen Kommentaren durch Patienten oder Angehörige zu kämpfen gehabt. Und den Männern bleibt das auch nicht erspart. Oftmals. Und ich habe mich mit Robert und mit Ralf nicht abgesprochen. Ne? Ich habe einfach nur gesagt, pass auf, ich plane ein Video. Cliffhanger ist der gewaltvolle Übergriff in Essen gewesen, als da ein ganzes Reanimationsteam zusammengeschlagen worden ist. Berichte doch einfach mal ganz frei von ein paar deiner Erfahrungen. Und auch er hat genau das gesagt, was ich euch hier vor der Aufnahme schon gesagt habe, weil Gewalt beginnt ja viel, viel früher als nur, wenn ich jemandem eine reinhaue oder wenn ich körperlich aggressiv werde. Gewalt beginnt ja schon da, wenn ich Menschen bedränge, wenn ich die beleidige, wenn ich verbal ausfällig werde, wenn ich die, weiß ich nicht, scheiße behandle. Auch das ist eine Form von Gewalt und das ist nicht immer nur das, wenn du jemandem einfach aufs Maul haust. Ja? Es ist viel mehr als nur das. Gutes Standbild, ja, finde ich auch. Lässt sich Frust als Ursache zurückverfolgen. Und Frust ist durchaus eine valide Emotion. Man befindet sich in einer Ausnahmesituation letzten Endes. Und obwohl diese Emotionen durchaus valide sind, heißt es nicht, dass Rettungskräfte als Ventil für diese Emotionen missbraucht werden dürfen. Leider lassen Wörter oftmals auch Taten folgen. Und da ist die Sache. Und auch hier der Artikel zum Beispiel, ne? Alter, Sanitäter angegriffen, Rettungswagen zerstört. Ja? Die zerstören Rettungswagen. Das heißt, die können dann nicht mehr ausrücken, um anderen Menschen zu helfen. Der Rettungsdienst, ne, das wisst ihr schon seit längerem, der ist auch überlastet, überarbeitet. Das heißt, wir haben eh schon nicht genügend Ressourcen und die Ressourcen, die wir haben, werden da mutwillig einfach zerstört, weil irgendeiner, I don't know, weil irgendeiner einen Furz quersitzen hatte und einfach nicht zufrieden war. Ich finde das heftig. Sachbeschädigung das harmloseste. Oftmals kriegen wir auch selber eine ab. Und ich bin ebenfalls keine Ausnahme. Ob es bespuckt werden ist von einem alkoholisierten Patienten, den ich aufhelfen wollte, oder gar ein Schlag ist, den ich abbekommen habe, weil ich bei dem Patienten mich gewagt habe, nach Symptomen zu fragen und nicht einfach auf seinen Wunsch mit einem Opiat ausgerückt bin. Und meiner Meinung nach, die schlimmste Form von Gewalt ist die prämeditierte Gewalt. Das, was man im Vorfeld schon geplant hat. Und das ist schon bereits Kolleginnen von mir widerfahren. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber diese geplante Gewalt gegenüber Rettungskräften, das hatten wir
Anfang des Jahres. Ich habe tatsächlich Anfang des Jahres auch ein Video darüber gemacht, wie Rettungskräfte angegriffen worden sind, geplant angegriffen worden sind an Silvester, dass man die mit Raketen beschossen hat, dass man Böller nach denen geworfen hat. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da wurden Rettungskräfte oder Rettungsdienste gerufen, die Ressourcen wurden gebunden. Ja, Silvester ist eh immer Katastrophe, da verletzen sich zigtausend Menschen, weil sich die Finger wegsprengen oder wer weiß was. Und die wurden gerufen, in eine Falle gelockt, mit Raketen und Böller beworfen. Es war einfach geplantes Verbrechen gegenüber Menschen oder gegenüber Menschen, die einfach helfen wollen. Ich finde es zu brutal, wirklich. Sie mussten zu einem Patienten ausrücken, der sich schon einen Namen gemacht hat, dass er ziemlich aggressiv sei. Er hat nämlich oftmals in der Vergangenheit angerufen und sich als aggressiv etabliert. Nun, eines Tages hat dieser Patient mit einem Messer auf diese zwei Sanitäterinnen gewartet und sie müssten alle stehen und liegen lassen, um sich selber in Sicherheit zu bringen. Dieses Mal ging es noch gut. Und was ich im Video gar nicht angesprochen habe, ist der Fakt, es gibt natürlich einen Unterschied, ob der Mensch, der da aggressiv ist, ob der an einer Erkrankung leidet, die das ganze Verhalten erklären würde, oder ob man das mutwillig mit vollstem Bewusstsein macht. Ne? Weil ich habe ja zum Beispiel in dem Video gesagt, dass ich finde, dass Menschen, die Rettungsdienste angreifen oder körperlich aggressiv werden, dass denen das Recht entzogen werden sollte, diese Dienste auch in Anspruch zu nehmen. Ist natürlich ein harter Take, kann man so ja auch gar nicht umsetzen, ist mir auch bewusst, aber da muss man schon differenzieren. Ist der Patient dement? Hat der eine andere psychische Erkrankung? Ist der wahnhaft? Irgendwas, es kann ja vieles sein. Ne? Selbst Menschen, die brauchen ja gar nicht so krass erkrankt sein. Menschen, die stark dehydriert sind, also die wenig Wasser zu sich genommen haben im Sommer zum Beispiel. Ne? Was habe ich auf der Intensivstation Omis und Opis aufgenommen, die aggressiv waren, weil sie einfach zu wenig Wasser im Körper hatten? Ne? Es gibt ja Ausnahmesituationen, da kann man das medizinisch erklären, warum der Mensch so ist. Aber es gibt halt auch in relativ ja, großem Ausmaß Menschen, die werden aggressiv, weil denen einfach was nicht passt. Ja? Weil die mit der Wartezeit nicht zufrieden sind, mit der Behandlung nicht zufrieden sind oder mit der Welt nicht zufrieden sind, die einfach sinnlos Menschen angreifen, und das gehört meines Erachtens nach ja, sanktioniert. Das kann ja nicht sein, dass du in ein Krankenhaus kommst, da eine ganze Belegschaft kaputt prügelst, die Einrichtung kaputt machst und es gibt dann kaum Konsequenzen. Meiner Meinung nach, dann bleib halt zu Hause, wenn du Probleme hast, ja. Aus. Und dieser Mensch ruft bis heute noch an und jeder Notruf muss, auch wie es richtig ist, beantwortet werden. Nun, dieses Mal geht aber keiner mehr hin ohne Polizeischutz. Und das ist leider keine Ausnahme mehr. Allein in meinem Einsatzgebiet gibt es mittlerweile so na, knapp ein Dutzend Hotspots, wo kein Sanitäter sich einfach so mehr reintraut. Na, da wird ja, er kommt aus der Nähe Frankfurt und da gibt es sicherlich einige Areale, wo man nicht mehr ohne Polizei hinfahren möchte. Und das heißt, wenn du irgendwo ungünstig gelegen einen Herzinfarkt bekommst und auf der Straße liegst, dann musst du vermutlich ein bisschen länger warten, weil die Rettungsdienste ohne Polizeiunterstützung schon gar nicht mehr kommen. Weil die Eigenschutz ist immer Priorität. Ne? Es bringt ja nichts, wenn du irgendwo hinfährst, wirst dann selber über den Haufen geschossen oder so, bringt ja nichts. Ja? Muss ja erstmal deine eigene Sicherheit gewährleisten, um dann anderen Menschen helfen zu können. Und das ist halt schade, weil selbst die Polizei hat nicht genug Ressourcen. Das dauert alles. Es dauert, dauert, dauert und geht letztendlich auf Kosten von wirklich bedürftigen Menschen, die einfach nur Hilfe brauchen. Und das ist sehr, sehr schade. Wird schon die Polizei direkt mit alarmiert und die begleitet uns und sorgt dafür, dass wir sicher sind und unsere Maßnahmen durchführen können. Vielen Dank an der Stelle an Robert. Genau, das war Robert. Ne? Wir hören uns jetzt gleich noch Ralf an. Aber ich find's wirklich, wirklich, wirklich erschreckend. Ne? Und ich habe das selber schon erlebt. Nicht in diesem krassen körperlichen Ausmaß zum Glück. Da bin ich von verschont geblieben. Aber ich habe sicherlich schon Menschen gehabt, die mich beleidigt haben. Bespuckt wurde ich auch schon. Ne? Bedroht. Okay, bedroht wurde ich schon mal. Ne? Ich habe ja im Video erzählt, da hat damals ein Patient mit einer Glasflasche, ja, hat die zerbrochen, hat die auch gegens Fenster geworfen. Das ganze Fenster war damals kaputt. In der, weiß nicht, vierten Etage war es, glaube ich. Und hatte dann so eine abgebrochene Flasche, messerscharf. Und ja, da haben wir auch nur die Tür zugemacht und Polizei gerufen. Ne? Was anderes kannst du da nicht machen. Und ja, muss man halt gucken, dass man da selber gesund rauskommt. Weil ich habe da keinen Bock, wenn ich zur Arbeit gehe, ja, Menschenleben retten möchte und letztendlich selber auf Intensivstation liege, hat auch keiner was gewonnen. Ne? Und so ähnlich war es halt hier in Essen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also wenn ihr mein Video mitbekommen habt, dann habt ihr das auch mitbekommen. Da haben nämlich Menschen, ja, das ganze Personal, und zwar 6 Menschen haben sie da in Essen verletzt, in der Notaufnahme, weil eine Reanimation missglückt ist. Ne? Da war eine Kollegin, 23 Jahre alt, wurde schwer verletzt, das heißt, sie musste übers Wochenende sogar in der Klinik bleiben. Das war so ein bisschen der Cliffhanger meines Videos, wo ich einfach mit euch nochmal über diese Tat sprechen wollte.
Ja, es ist halt schon krass, weil die Umfragen, hier ist es, genau das wollte ich euch zeigen, Umfrage der Zunahme der Gewalt bei 73% der Krankenhäuser. Also bei 3/4 der Krankenhäuser kann man verzeichnen, dass die Menschen dort immer und immer und immer wieder aggressiv bzw. aggressiver werden. Ne? Das nur mal so als Zahl. 73%. 73%. Gut. Das kann uns auch der liebe Ralf bestätigen und den hören wir uns jetzt auch nochmal an. Abfahrt. Hier auf meinem YouTube-Kanal eine Bühne bekommt und da einmal über seine Erfahrungen berichten kann. Hi, mein Name ist Ralf Berning. Ich bin Fachgesundheits- und Ich mag den Ralf sehr gerne, ne? Aber ich habe das gesehen. Guck mal, kurze Side-Story. Ich habe gesagt, Ralf, Kuss geht raus. Danke, dass du das mitgemacht hast. War auch ein gutes Statement. Ich habe gesagt, ich mache ein YouTube-Video, ne? Es geht Thema Gewalt, ne? Robert wusste auch schon Bescheid, bla bla bla. Und das Erste, was ich gedacht habe, Ralf, warum, bitte, beantworte mir das, warum nimmst du hochkant auf? Warum? Und ich dann so, scheiße, jetzt hat der hochkant aufgenommen, ne? Fand ich sehr, sehr lustig, weil er wusste ja, dass es um YouTube geht. Da musste ich dann ein bisschen tricksen und naja, ihr seht's ja, ich habe es auf 16:9 gestretched. Fand ich aber schon sehr, sehr geil. Und er hat das Ringlicht perfekt platziert. Seine Brille spiegelt das Ringlicht zu 100%, habe ich auch gefühlt. Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege in einem großen Bielefelder Krankenhaus, arbeite seit vielen Jahren auf der Intensivstation. Der eine oder andere kennt mich vielleicht unter dem Namen Schwester Gabi, weil ich auf Instagram aktiv bin und seit mehreren Jahren für bessere... Ja, lass gerne mal ein Follow übrigens da, der macht guten Content und der war auch zum Beispiel bei Stern TV, der war bei dem Parabelritter zu Gast, der war auch schon mal in einer Talkrunde beim ARD, oder war es ARD? Ich glaube ARD, war in einer Talkrunde auch mit Olaf Scholz. Also der Typ hat schon sehr, sehr viel gutes Zeug gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal ein Follow dalassen. Arbeitsbedingungen in der Pflegekämpfe, mittlerweile eigentlich im gesamten Gesundheitssystem. Das Thema Gewalt in der Pflege, das betrifft uns alle, sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Rettungsdiensten oder Einsatz. Es ist übrigens keine Schere, die hier hängt. Ich hab gerade irgendwie die Frage mit einer Schere gehört. Das ist eine Klemme. Weil eine Schere könnte man da ja nicht so hinhängen, eine Klemme. Mit der Klemme kannst du zum Beispiel am ZVK und so weiter, kannst du die Verschlüsse leichter öffnen. Generell, in letzter Zeit sieht man immer wieder Meldungen in den Medien, in den Nachrichten, dass Besatzungen von Rettungsdienstfahrzeugen täglich angegriffen werden oder Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation. Oder auch so auf anderen Stationen in Krankenhäusern von Angehörigen oder auch von Patienten angegriffen werden. Ey, imagine, ich weiß auch gar nicht, was sich die Menschen dabei denken. Stell mal vor, du bist im Krankenhaus oder dein Angehöriger ist im Krankenhaus und du bist unzufrieden und dann haut man dir erstmal aufs Maul. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich finde, dieses Thema ist beschämend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sind die Menschen, die versuchen, anderen Menschen zu helfen. In manchmal einer ihrer schlimmsten Phasen. Ishto, danke für deinen Stufe 1 Sub, jetzt schon den zweiten und, wie ich finde, den wichtigsten Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Phase des Lebens, ja, wenn wir hier auf der Intensivstation schwerstkranke Patienten haben, wo wir versuchen, in einer Akutsituation den Patienten das Leben zu retten und dann teilweise von Angehörigen angegangen werden, finde ich das schon sehr, sehr fragwürdig, was mit unserer Gesellschaft im Moment passiert. Ja, guck mal, ich finde ja auch, das habe ich ja zu dem Essener Fall schon gesagt, da ist ein Patient gestorben, der war schon 87, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist auf jeden Fall schon über dem Durchschnitt, also Menschen werden halt keine 120 Jahre alt. Und natürlich ist es sehr, sehr bedauernswert, wenn ein Mensch stirbt, klar, immer. Aber Bruder, Pflegekräfte, auch Ärzte sind halt keine Zauberer. Wenn da einer kommt, der ist reanimationspflichtig, warum auch immer, der ist, keine Ahnung, multibel vorerkrankt, manchmal kann man den Menschen einfach nicht mehr helfen. Auch wenn man reanimiert, auch wenn man alles gibt, Bruder, du bist kein Zauberer. Wenn der Kreislauf nicht wiederkommt, wenn da nichts zu machen ist, dann ist da einfach nichts zu machen. Ich finde, unsere Gesellschaft verroht zunehmend, das muss man einfach mal so sagen. Und wenn man dann noch Krankenhauspersonal oder auch Rettungsdienstpersonal täglich angreift, dann ist für mich da einfach eine rote Linie überschritten, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe das auch schon öfters am eigenen Leib erfahren, genauso wie viele anderen von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass man nicht nur verbal aufs Schärfste angegriffen wird, sondern dass einem ja, körperliche Auseinandersetzungen angedroht werden, mit bis hin, wir warten heute Nachmittag auf deinen Dienst, nach deinem Dienst auf dich auf dem Parkplatz und dann wollen. Das ist auch übel, übel krass, ne? Diese Bedrohung von wegen, ich warte oder wir warten auf dich, bis du mit dem Dienst fertig bist und wir wissen auch, wo dein Auto steht und so weiter. Ich bin wirklich froh, dass mir das nie passiert ist. Aber das möchtest du dir auch nicht ausmalen, ne?
Peggy, erstmal im Chat. Moin, moin. Wollen wir mal gucken, was dann so passiert, ne? Oder wir merken uns, wo du wohnst. Wir haben uns dein Kennzeichen gemerkt und so weiter und so fort. Was ich wirklich einfach krass finde. Ich kann natürlich verstehen, dass in vielen Situationen Angehörige überfordert sind mit dem. Ey, und ich will meinen, Gewalt in der Pflege, Gewalt im Rettungsdienst und so weiter hat, glaube ich, mit ausreichender Berufserfahrung jeder in der Pflege schon mal erlebt. Muss nicht unbedingt körperlich sein, aber wie gesagt, auch verbal. Ich glaube, das würde fast jeder unterschreiben. Ganz, ganz heftig. Ich habe das im Verlauf, wirklich, auf der Intensivstation sowieso häufiger, ne, so oft erlebt, dass ich beleidigt worden bin, bespuckt worden bin, aber oftmals von Patienten, die halt in einem schlechten Gesundheitszustand waren, offensichtlich, weil sonst befindet man sich nicht auf einer Intensivstation, aber ich wurde auch schon von Angehörigen beleidigt, ja, die einfach mit der Therapie unzufrieden waren, wo ich mir denke, ja, Bruder, ich bin Pfleger, ja, ich versorge die Patienten hier, wenn du mit der Therapie unzufrieden bist, bin ich da sowieso erstmal jetzt nicht der primäre Ansprechpartner, theoretisch, ja, ich wirke natürlich mit, aber die Entscheidungsmacht hat da auch der Arzt, ja, der entscheidet letztendlich, was da gegeben wird, was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Und dass ich da beleidigt werde, weil da Leute mit der Therapie nicht einverstanden sind, ja, was soll ich ändern? Was soll ich machen? Sag mir, was ich machen soll. Man kann es dann nicht ändern. Was hier bei uns passiert, was wir hier machen, dass vieles auch vielleicht nicht verständlich ist, dass manchmal auch Kommunikations... Mir hat der Sohn einer Patientin mal Schläge angedroht, weil ich mit seiner Mutter aufstehen musste, war der erste Post-OP zur Hüft-Tab, war noch in der Ausbildung zum Physio, war mein vierter Tag im Praktikum, ja moin. Bei einer Hüft-Tab ist ja, oder allgemein bei so orthopädischen, chirurgischen Operationen ist ja Mobilisation alles, ne? Und Hüftoperationen werden eigentlich sogar taggleich noch hingestellt. Also wenn du einen Tag später, einen Tag postoperativ dann die Patientin hinstellst, ist ja fast schon zu spät. Beziehungsweise nicht zu spät, aber man hätte auch schon früher mobilisieren können. Und dass ein Angehöriger dich beleidigt, ja, was willst du machen? Dann lass die Patientin einfach liegen, weißt du? Dann haben sie Pech, kriegen sie Thrombosen und können sich dann nicht mehr bewegen, wenn das die gute Lösung sein soll. Probleme mit dabei sind. Das meiste ist eben dem Zeitdruck einfach geschuldet, das muss man dazu so sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das keine Entschuldigung, irgendwie Pflegepersonal oder Rettungsdienstpersonal aufs Schärfste verbal irgendwie anzugehen oder gar anzugreifen. Ich finde das einfach unterste Schublade. Und ich habe erst vor kurzem wieder gelesen, einen Artikel aus den Medien, wo also Personal auf einem Rettungswagen angegriffen worden ist, die eigentlich dabei waren, eine Wunde zu versorgen und dann von der Patientin angegriffen worden sind und so schlimm, dass sie dann halt selber ins Krankenhaus mussten und behandelt werden mussten oder auch die... Wir hatten doch mal bei Sivi auch einen Fall, wo, wie war das nochmal, wo Menschen sich quasi in den Krankenwagen erpresst haben, wo Menschen unbedingt hinten mitfahren wollten und irgendwie Messer dabei hatten und wollten unbedingt ins Krankenhaus. Das, wirklich, da gibt es die wildesten Geschichten. Da ist unfassbar. Vorfälle, die wir jetzt vor kurzem in Essen hatten, in einem Krankenhaus dort, und ich finde das einfach, ich finde das schlimm. Und das, man muss das auch sagen, das sind keine Einzelfälle. Das sind keine Einzelfälle, das Rettungsdienstpersonal oder auch Pflegepersonal. Toll. Leckt das bei mir oder bei euch auch? Ach, moin, Bruder. Leckt das bei euch auch oder ist der Stream noch, geht der noch oder geht der nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass der Stream gerade abgekackt ist. Warte mal, 14:26, müssen wir uns einmal merken. Oder ist nur das, in einem Krankenhaus, nur das Video abgekackt? Okay, ich glaube, es ist nur das Video abgekackt. Warte, 14:26. Ah, Beste. Warum auch immer YouTube mich heute verarschen will. Gut. Pflegepersonal verbal angegriffen wird oder auch körperlich angegriffen wird. Es ist eigentlich mittlerweile schon normal geworden. Ich finde das schlimm, das so zu sagen, aber es ist tatsächlich normal geworden. Ich finde auch, es reicht nicht, da mit irgendwelchen Deeskalationstrainings oder Selbstverteidigungstrainings jetzt versuchen voranzugehen und dann da irgendwie Verbesserungen herbeizuführen. Ich finde, wir sind leider mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, okay, wir brauchen in den Krankenhäusern eigentlich einen Sicherheitsdienst. Und dieser Sicherheitsdienst, der muss 24 Stunden vor Ort sein und auch refinanziert werden von den Krankenkassen. Ne? Ja, aber das ist auch krass, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Pflegekassen, die Krankenkassen haben ja arge
finanzielle Probleme. Und wenn ein Krankenhaus natürlich dann sich genötigt fühlt, 24/7 einen Security-Dienst Firma da zu haben, das kostet alles übel viel Geld, ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld die für 24 Stunden bezahlen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass das kein geringer Betrag ist, ne? Wenn man den ganzen Monat 24/7 nur ja, Security im Haus haben muss, das muss ja irgendwer bezahlen, ja? Das Krankenhaus, klar, wird es vorstrecken, denke ich. Ich weiß aber in letzter Instanz nicht, wie man es abrechnet. Das werden wir aber alle irgendwie zahlen müssen. Ja, weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Krankenhaus dafür zahlen muss, dass die Mitarbeiter da in Sicherheit oder ohne Angst haben zu müssen, verprügelt zu werden, arbeiten können. Ja, das wird ultra viel kosten. Das wird ultra viel kosten. Und das ist eine Schande. Und die Pflege- und Krankenkassen haben eh schon echt den Arsch auf. Die Pflegekasse, letztens erst gelesen, ist pleite. So, von daher kann man sich hier in Deutschland schon mal darauf einstellen, wenn jetzt jedes Krankenhaus Security braucht, dass es da auch noch teurer wird. Weil meistens, wenn du dann die Polizei rufst, dann ist es schon zu spät, ne? Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, das muss man halt einfach mal so sagen. Wir haben häufig zu tun mit Sterben und Tod und für uns ist das auch eine Belastung und uns liegt nichts ferner, als irgendwie einen Patienten verloren gehen zu müssen. Das ist klar, wir wollen immer Leben retten, das ist normal, das liegt uns ja im Blut, aber wenn man dann natürlich aufs Schärfste irgendwie angegriffen wird, ja, sowohl verbal als auch körperlich, dann finde ich, macht's einem das Ganze nur noch viel, viel schwerer. Also es behindert uns natürlich bei unserer Arbeit, aber das macht auch was mit deinem Kopf. Ne? Wenn man Angst hat, wieder zum Dienst zu kommen, weil man dann die Angehörigen von Patienten XY haben, wo man schon weiß, okay, die sind schwierig und manchmal gehen die an die Decke und du weißt nicht, okay, vielleicht habe ich jetzt auch mal einen schlechten Tag und habe mal vielleicht eine kurze Lunte und dann eskaliert eine Situation, das ist nicht schön. Also mit solchen Gedanken möchte man eigentlich nicht zur Arbeit gehen. Ich finde das nicht schön. Nichtsdestotrotz versuchen wir halt so gut wie. Ja, wir mussten auch schon, also das Krankenhaus in Essen, wo ich mal gearbeitet habe, da hat auch eine Security-Firma gearbeitet, aber ich glaube, war das die Security-Firma? Und ich glaube, das Krankenhaus hat selbst Security-Menschen eingestellt, aber jetzt kommt der Witz des Tages. Diese Security-Leute, die waren irgendwie schon in der Rente eigentlich und die wollten sich mit diesem Job irgendwie noch das Gehalt aufbessern, beziehungsweise ihre Rente aufbessern. Und dann brauchten wir einmal wirklich Security, weil wir randalierende Angehörige auf der Station hatten. Dann haben wir halt wir hatten so einen Knopf auf der Station, den konnten wir drücken und wurden dann automatisch mit denen dann verbunden und meinten so, ja, wir bräuchten mal Hilfe, ne, hier auf Station XY ran. Rastet gerade ein Angehöriger aus. So, dann kamen wirklich Udo und Jürgen kamen dann, ja, beide schon irgendwie Ende 60 und du denkst dir so, cool, ich wollte eigentlich Verstärkung haben und nicht noch zwei Patienten, ja, schwierig, die konnten uns auf jeden Fall auch nicht helfen. Wie es geht, irgendwie unsere Arbeit professionell zu machen und versuchen natürlich alles, was in unserer Macht steht, irgendwie zu tun, damit ein Patient wieder, auch hier bei uns die Intensivstation dann wieder verlassen kann, dass es ihm besser geht, dass er irgendwann wieder nach Hause kann, ja, das ist ja klar, das ist logisch, das wollen wir alle. Aber es wird uns halt durch solche Situationen echt schwer gemacht. Und ich habe gerade noch, als ich vor der Tür war, ich habe jetzt gerade schon Feierabend, als ich gerade noch vor der Tür war, habe ich durch meinen Instagram-Feed geguckt und habe da eine Meldung gesehen von einem Selbstverteidigungstraining in einer Klinik, ich weiß nicht, wo es war. Und da wurde tatsächlich den Ärzten gezeigt, wie sie Messerangriffe mit ihrem Arztkittel abwehren sollen. Also ich konnte nicht mehr. Ich finde eigentlich finde ich es gut, dass man grundsätzlich, egal ob du in der Pflege arbeitest oder egal, keine Ahnung, wo du arbeitest, dass du einen Selbstverteidigungskurs von deinem Arbeitgeber gesponsert bekommst, weil das kann dir ja immer helfen, ne? Ob du jetzt auf der Arbeit bist oder privat unterwegs bist, ein Selbstverteidigungskurs, finde ich, ist auf jeden Fall gut, aber dass das jetzt gegen Angriffe im Krankenhaus großartig helfen könnte, naja, ne? Wie gesagt, Ralf hat da was gelesen, da sollen Ärzte mit den Arztkitteln irgendwie Messerangriffe abwehren. Ich glaube, das ist auch nicht die Hauptaufgabe eines Arztes, gleichzeitig irgendwie Kampfsportler zu sein. Und in so einer Situation muss man auch erstmal richtig agieren können. Ich glaube, das ist ohnehin schwer. Also nur weil man das einmal gesehen hat in so einem Verteidigungskurs, wie es geht, heißt es leider noch lange nicht, dass man es in der Realität umsetzen kann. Und ich finde es aber schade, wie der Chat auch schreibt, dass es überhaupt sein muss, ne? Also ich müsste mich zusammenreißen, dass ich mich da nicht kaputt lache in der Dunkelheit. Ne? Und ich finde auch, dass Rettungsdienste und Krankenhäuser da auch eine Nulltoleranzpolitik fahren müssen und das auch fahren dürften. Da muss der Gesetzgeber hergehen und auch uns einfach da die Grundlagen für geben. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ich finde einfach, dass wenn Patienten oder Angehörige. Jetzt kommt die Aussage, die viele von euch kritisch gesehen haben und ihr könnt gerne auch mal bei YouTube nochmal in die Kommentare schreiben und auch hier bei Twitch gerne schreiben, was ihr von der Aussage haltet.
Angehörige irgendwo in einem Krankenhaus oder beim Rettungsdienst, wenn die da rumrandalieren oder greifen da das Personal an, dann haben die einfach ihre Ansprüche auf die gesetzliche Krankenversicherung oder halt auch auf die medizinische Versorgung verwirkt. Punkt, aus, Ende. Ja, schwierig. Ich hab sowas Ähnliches ja angedeutet, ne, dass ich finde, wer Rettungskräfte angreift, der hat auch das Recht verwehrt, dann diese in Anspruch zu nehmen. Dass man sofort aus der Krankenkasse zum Beispiel ausgeschlossen wird, das ist, finde ich, auch schon sehr hart, muss ich sagen. Aber ich verstehe den Gedankengang, weil, keine Ahnung, wenn du irgendwelche anderen Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchtest und naja, Krankenhäuser bieten nun mal Gesundheitsdienstleistungen an, das ist auch eine Dienstleistung, dann wirst du überall anders rausgeschmissen, ja. Wenn du zum Friseur gehst und du haust der Friseurin einen aufs Maul, dann glaube ich nicht, dass sie dir in der nächsten Woche noch eine Frisur schneidet, ja. Oder du gehst, keine Ahnung, ins Restaurant und schmeißt dem Kellner deinen Teller entgegen. Dann glaube ich auch, dass du da nicht mehr so willkommen bist. Und das lässt sich dann natürlich irgendwie auch übertragen auf das Gesundheitssystem, wobei man ja hier sagen muss, okay, was wäre die Alternative? Ne? Wenn der Mensch dann draußen umkippt und reanimationspflichtig wird, dann wird man ihm ja trotzdem helfen. Ja? Dann wird man ihn ja nicht sterben lassen, weil er irgendwann mal vielleicht sich nicht benommen hat. Aber allgemein, ich verstehe den Gedankengang und allgemein kann ich auch sagen, dass ich zumindest sagen würde, wer Rettungsdienste angreift, der muss halt dann auf jeden Fall eine ordentliche Strafe bekommen, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Die Täter aus Essen, die wurden dann erkennungsdienstlich behandelt und wurden dann direkt wieder auf freien Fuß gesetzt. So, warum sperrt man die nicht pauschal 2 Jahre ein? Ich verstehe es nicht. Also ich finde, Körperverletzung im Gesundheitswesen sollte vielleicht nochmal ein gesonderter Strafbestandteil sein, den man einfach nochmal ein bisschen härter bestraft als andere Straftaten. Keine Toleranz, null Toleranz. Und das sind die Geschichten. Ja, das war es auch schon, lol, die Sekunde, die abwarten können. Ja, genau, also schwierig. Guckt euch gerne mein Hauptvideo an, lasst mal ein bisschen Support da. Beste, ne, ihr wisst, ich like meine Videos immer selber. Ja, knappe 20.000 Aufrufe gerade in Real Life, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Genau, gönnt euch gerne mit Holy, das war übrigens mein Werbepartner in dem Video. Genau, da waren auch noch viele sauer übrigens, weil ich habe hier unter anderem auch mit dem Squad Adventskalender geworben. Der ist leider aktuell ausverkauft, ich weiß auch nicht, ob es den nochmal geben wird, Fragezeichen an Holy. Den kleinen Adventskalender, also den Probierpaket Adventskalender, den gibt es auf jeden Fall noch. Also wer mich da supporten möchte, gerne mit dem Code Kevin5 oder KevinITS. Abschließend noch Kuss an Ralf und Robert, war eine sehr geile Kooperation mit einem schwierigen Thema, wo ich einfach das Bedürfnis hatte, das mal anzusprechen, beziehungsweise ja nochmal klar zu machen, dass diese Fälle zum Beispiel in Essen auf jeden Fall keine Einzelfälle sind. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren stehen. Was denkt ihr? Sollten die aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen werden? Ja oder nein? Lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und guckt euch vor allen Dingen mein Hauptvideo an. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.